Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Your Egyptian Love. Heute will ich mit dir über Magie sprechen und Geheimnisse. Und zwar über die Geheimnisse von dir als Frau. Wie du magisch ganz viel verändern kannst. Vor allen Dingen, dass du dir deine Magie und deine Schöpferkraft als Frau so richtig bewusst wirst. Ich hoffe, ich kann dich neugierig machen mit diesem Eingang ins Video für heute. Wusstest du das eigentlich, dass du als Frau ganz viel Magie und Macht hast? Und dass es im Universum so ein paar Gesetze gibt, die man die geistigen Gesetze nennt, mit denen du in deinem Leben ganz viel Magie erschaffen kannst. Vielleicht hast du dir schon das erste Video hier auf meinem Kanal angeschaut, mit dem ich gestartet bin. War es Magie, die dich nach Ägypten geführt hat, zu diesem einen besonderen Mann? In gewisser Weise schon, denn das Universum, das Leben hält immer Magie für uns bereit. Das ist total magisch, wenn wir verstehen, wie es funktioniert. Wie du als Frau verstehst, wie es funktioniert und welche Macht, welche unsägliche Macht du als Frau hast, wenn du diese Geheimnisse verstehst und in deinem Leben anwendest. Ja, dann ist es tatsächlich Magie. Und wenn du es schaffst, aus deiner Opferrolle rauszukommen und das, was du mit diesem Mann, den du da kennengelernt hast, wo es so magisch war, verändern kannst. Wenn du deine Perspektive wechselst, wenn du lernst, einen neuen Blick auf eure Beziehung zu werfen. Ja, und ich möchte heute mit dir mal durch das Schlüsselloch der Magie schauen. Das tue ich auch total gerne in meiner Gruppe auf Facebook, Frauen der neuen Zeit. Wie du als Frau mit deiner weiblichen Schöpferkraft Wunder in deinem Leben kreierst, ja, sie in dein Leben ziehst und damit auch die Liebe in dein Leben ziehst, von der du schon so lange träumst. Darum geht es in meiner Facebook-Gruppe. Stell gerne eine Beitrittsanfrage, komm dazu und lerne, wie du die Geheimnisse als Frau so richtig in dein Leben ziehen kannst, um dein Leben magisch werden zu lassen. Du dir deine Schöpferkraft bewusst wirst und das, was du in deinem Leben haben möchtest, so mit Leichtigkeit verändern kannst. Das ist gar nicht so schwer, wie du denkst und wie du glaubst. Ich möchte heute das erste Video dazu mit dir hier aufnehmen, also für dich hier aufnehmen. Ich möchte in den kommenden Videos noch mehr in dieses Thema mit dir einsteigen. Weißt du, wir haben im Moment eine Zeit, wo alles nur furchtbar ist und doof und ätzend und blöd. Und wo wir über die Medien nicht gerade positive und magische Gedanken zugeführt bekommen. Stattdessen erleben wir ganz viel Angst und Schrecken und sind in Sorge. Und genau das wollen wir jetzt mal verändern. Denn wir haben die Macht. Und das ist eines der ersten Geheimnisse, das ich dir verrate, über unsere Gedanken, die Dinge im Leben zu verändern. Und zwar in deinem Leben, nicht die im Leben eines anderen. Wie willst du dein Leben anschauen? Wie willst du dein Leben sehen, wenn du morgens aufstehst? Was willst du sehen in deinem Leben, wenn du dich umschaust? Möchtest du weiterhin deinen Blick auf den Mangel richten? Auf den Mangel in dem Herkunftsland deines Habibis? Auf den Mangel, mit dem er leben musst? Auf den Mangel in eurer Beziehung, was da nicht funktioniert, was so total ätzend und schwierig ist? Ja, es ist eine Herausforderung. Es ist wahrlich eine Herausforderung, die du in dieser Beziehung mit diesem Mann hast. Jetzt schenke ich dir das nächste Geheimnis, ich verrate es dir.
Genau diese Herausforderungen machen dich stark. Genau diese Herausforderungen bringen dich an deine mitgebrachten Fähigkeiten, an deine Fähigkeiten, die du schon mit in dieses Leben gebracht hast und die du jetzt in der Beziehung, in der Verbindung mit diesem Mann so richtig fühlen darfst. Du darfst über dich hinauswachsen. Weißt du, wenn du immer nur auf das guckst in eurer Beziehung, was gerade blöd ist und was echt schwer ist und dich darin versinkst oder darin versinkst und es richtig doof findest, wie er sich dir gegenüber verhält und was da alles nicht klappt und die Familie so ätzend ist und er so ätzend ist und es könnte doch alles so schön sein, wenn er doch endlich mal... Nein. Du bist diesem Mann begegnet, damit du über dich hinauswächst, in deine wahren Fähigkeiten als Frau kommst, die Geheimnisse des Universums kennenlernst, der spirituellen, geistigen Gesetze und damit magisch dein Leben tatsächlich veränderst. Du kannst nämlich die Beziehung und die Verbindung, ja, die Partnerschaft mit diesem Mann in Magie wandeln. Du kannst es verändern und du hast die Macht dazu. Und du darfst dir vorstellen und darfst dir, wenn es dir gerade nicht gut geht und du in einer herausfordernden Situation mit diesem Mann bist, was ja keine Seltenheit ist, darfst du dir immer den Gedanken herbeiführen, nicht in die Opferhaltung fallen, wieso ich, bla bla bla, bei den anderen klappt es allen viel besser, sondern dir die Frage stellen, was darf ich jetzt lernen in dieser Situation? Und dir gewiss sein, dass das Leben immer für dich ist. Und in dem Moment, wo es dir gerade richtig beschissen geht und es vielleicht gerade beschissen läuft zwischen euch beiden, dass du dich jetzt darauf fokussierst, wie kann es besser werden und was ist das Geschenk hinter der Situation? Und dass das Leben immer und immer für dich ist. Das Leben schickt dir Herausforderungen, dass du an diesen wachsen kannst. Und du darfst auch wissen, dass das Leben in Zyklen verläuft, in einem Rhythmus unterliegt. Woran erkennst du das? Ganz klar. Egal in welchem Teil Ägyptens du bist, du liegst am Strand und du siehst die Ebbe und Flut. Das Meer steigt, das Rote Meer, und das Rote Meer zieht sich zurück, wie jeder Ozean. Alles ist einem Rhythmus unterlegen. Das Leben verläuft in Rhythmen. Und jetzt verrate ich dir das nächste Geheimnis, mit dem du dich tief als Frau verbinden darfst. Du bist ein weibliches Geschöpf, du bist ein weibliches Wesen und dadurch bist du schon einem weiblichen Zyklus unterlegen. Dieser weibliche Zyklus ist angebunden an die Mondphasen. Und du darfst dich deinem weiblichen Zyklus hingeben. Egal wie alt du bist als Frau. Du darfst diesen weiblichen Zyklus für dich nutzen. Du darfst spüren, wie das Auf und Ab dich in die Schwingung bringt. Wie du mitgehst, wie du im Flow bleibst. Und wo du nicht in den Widerstand gehst mit dem, was da in deinem Leben sich gerade zeigt. Oder an welchem Punkt du gerade heute in deinem weiblichen Zyklus bist. Vielleicht bist du gerade so in der Aufbauphase. Ja, wo du diese prämenstruelle Phase hast, wo es dir einfach blöd geht und du voll genervt bist und pinzig, stinkig, jammend, wo du die Phase vor der Periode hast und nach dem Eisprung hast, je nachdem, wie du drauf bist, beobachte dich mal. Und dann beobachte, wie diese Phase ansteigt und dann mit der Monatsblutung wieder sich den Höhepunkt zeigt und dann wieder abfällt und dann wieder ansteigt. Und das ist das Leben, der Zyklus einer Frau. Und jetzt verbinde ich dich mit dem nächsten Zyklus. Glaubst du, dass die Jahreszeiten, das Leben an sich über die Jahreszeiten geprägt sind, dass die Jahreszeit, dass der Frühling sagt, wie Natur sagt, im Frühling bin ich überhaupt nicht bereit zu blühen. Ich habe doch im Winter alles verloren und es war so dunkel und so kalt. Wieso soll ich denn jetzt im Frühling wieder meine tollste Pracht zeigen und erblühen? Für was denn? Das hält doch eh nur ein halbes Jahr und dann verfliegt wieder alles. Dann muss alles wieder weg, dann muss ich alles wieder loslassen.
Glaubst du, dass die Natur so denkt? Warum denkst du als Frau so? Die Natur denkt sich, ja, jetzt ist Frühling und jetzt zeige ich mich wieder in meiner vollsten Pracht. Jetzt zeige ich mich in meinen buntesten, tollsten Farben, in meiner Energie. Ich blühe so richtig auf. Und dann verschenke ich mich und verströme ich mich über den Sommer. Und dann teile ich meine Gaben aus im Herbst. Dann gebe ich raus, was ich zu geben habe. Und im Winter ziehe ich mich wieder zurück und ruhe mich wieder aus. Für dich als Frau heißt das, dass du auch gerade mal spürst, in welchem Zyklus du gerade dich befindest. Hast du gerade eine riesen Herausforderung? Ist es gerade echt schwierig in deiner Beziehung mit deinem Habibi? Dann steck doch den Kopf nicht in den Sand. Dann sei doch nicht im Widerstand. Mach's doch wie die Natur und sag, okay, ich gucke jetzt mal, was darf ich denn jetzt lernen in dieser Situation? Welche Herausforderung darf ich meistern? Welche Fähigkeit darf ich gerade entwickeln, egal wie es gerade ist mit uns? Und wenn du rausgehst aus dem Widerstand und in diesen weiblichen Flow und deinen Zyklus kommst und das annimmst, dann wird vieles leichter. Dann werden deine Gedanken leichter, dann kannst du es besser annehmen. Und in dem Moment, wo du dich entspannt fühlst und im Flow bist, wird es auch zwischen euch beiden leichter. Dann geht ihr aus dieser Kampfsituation raus, aus diesem Hustle, aus diesem Struggle, in Diskussionen, wo er dir dann immer wieder erzählt, ja, du hast doch nicht und wegen dir habe ich nicht, wie die ägyptischen Männer gerne kommunizieren und argumentieren, wenn sie angefragt werden und wenn sie merken, hier wird es eng, die Frau will was von mir, die stellt mir unangenehme Fragen und wenn sie darauf keine Antwort wissen, kommen sie mit diesen typischen Argumentationen, wo sie dich in ein Drama verstricken, wo er dir erzählt, dass du doch nicht und so, passiert immer an einem ganz bestimmten Punkt, nämlich dann, wenn du was von ihm willst und wenn du willst, dass er sich verändert. Willst du raus aus dieser Situation? Willst du raus aus diesen blöden Gedanken und Kommunikationsschleifen, wo sich nichts ändert? Wo du der Liebe hinterherläufst und er einfach auf stur stellt und je nachdem, wie er gestrickt ist, entweder er sich ganz zurückzieht, weil er sich dir nicht gewachsen fühlt oder richtig aggressiv auf dich losläuft, dich anschreit und richtig eklig zu dir wird, ja, weil er einfach sich an die Wand gedrückt fühlt durch dein Argument und deine Fragen und deine Wut und deine Bedürfnisse und er die nicht erfüllen kann, weil die Familie ihn drückt und weil die Familie an ihn zerrt und er dann richtig wütend wird, weil er nicht mehr weiß, wohin. Willst du das durchbrechen? Ja, das kannst du. Du hast die Macht dazu. Und da gibt es ganz viele Geheimnisse, nämlich erstens mal, du gehst nicht in den Widerstand, du sagst dir, okay, der ist gerade richtig blöd drauf und ich will gerade echt was von ihm. Ich will, dass er sich verändert und ich merke, er zieht sich zurück oder er wird aggressiv. Ich erreiche mit meinen Gesprächen, mit meinem Nachfragen, mit meinem Bohren bei ihm nur das Gegenteil. Dann bleib bei dir in diesem Moment. Du kannst ihn nicht verändern. Du liebe Frau, die du mir jetzt zuschaust, und jetzt kommt ein ganz, ganz großes Geheimnis an dich. Der Mann ist seit Jahrtausenden von seiner Kultur, von seiner Religion, von seinem Familiensystem, von allem geprägt. Er ist geprägt über Generationen. Das ist ein Programm, das in ihm läuft. Und das kannst du nicht einfach mit deiner Bedürftigkeit, mit deinen unangenehmen Fragen, mit deinem Druck, ihn verändern wollen, ihn retten zu wollen, ändern. Hier darfst du dir das Gesetz des Anfangs zu eigen machen. Das geistige Gesetz des Anfangs. Der Anfang zwischen euch ist schwer. Ihr kommt aus völlig unterschiedlichen Kulturen. Du hast ganz andere Haltungen im Leben. Du kommunizierst anders. Du hast ganz andere Werte. Du hast ganz andere Bedürfnisse als er. Er ist ganz anders geprägt als du. Geh damit nicht in den Widerstand. Du wirst es nicht schaffen, am Anfang all das auf einmal zu verändern.
das wirst du niemals schaffen. Wenn du diesen Mann richtig liebst und richtig kennenlernen willst, dann gib euch beiden Zeit. Immer wieder Zeit. Und nimm die Herausforderung an, die sich bei euch gerade zeigt. Fühle rein, was kannst du jetzt tun? Was will sich bei dir an neuen Fähigkeiten entfalten? Und geh nicht davon aus, dass das alles geschieht, so wie du das dir vorstellst und wie dein Verstand das gerade haben will. Das Leben meint es gut mit dir. Das Leben ist für dich. Sonst wärst du nicht auf magische Weise mit diesem Mann zusammengekommen. Das Leben, das Universum, diese Instanz, die höher ist als unser Verstand, hat sich was dabei gedacht. Und oft ist es so, dass uns das Leben vermeintliche Herausforderungen schickt. Und wir glauben, alles müsste leicht und einfach gehen, damit es funktioniert. Vielleicht ist das Beste, was das Leben dir gerade bringt, genau diese Herausforderung, die du jetzt mit ihm hast. Du willst ihn mit deinem Verstand begreifen und willst die Hauruck verändern. Geh in deine weibliche, fließend in den Flow, in den Gesetz des Anfangs, in das Gesetz des Rhythmus, dass das Leben es gut mit dir meint. Und du, die Geschenke, die du in diese herausfordernden Situation, die dir scheiß unbequem ist und die dich überhaupt nicht gut fühlen lässt und in deiner Bedürftigkeit immens dich antriggert. Vielleicht brauchst du genau diese Situation, damit du als Mensch, als Frau nur neue Qualitäten und Fähigkeiten entwickelst. Du daran wachsen darfst. Vielleicht darfst du gerade lernen, was es heißt, bedingungslos zu lieben. Keine Bedingungen an die Liebe zu stellen. Das ist eine hohe Kunst. Aber die Zeit, wo wir Bedingungen an Partner stellen, diese Zeit, wo Partnerschaften als Bedingungen gesehen werden, wenn du das erfüllst, erfülle ich dir das und du musst mir das geben, damit ich mich gut fühle. Und wenn du mir das nicht gibst und dann das und das. Also ne, jetzt mal in der Kurzfassung. Die Zeit, dass Beziehungen und Partnerschaften so laufen, ist vorbei. Und es funktioniert nicht mehr. Es ist meine Aufgabe, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, ein eigenes Business zu gründen und als Online-Coach, als Mentorin für Frauen zu wirken. Wenn du da unten in die Ecke schaust, siehst du mein Logo Women Mentoring. Intuitiv, klar und herzlich. Es ist meine Herzensangelegenheit, dich als Frau dabei zu unterstützen, mit deiner Schöpferkraft in Verbindung zu kommen, wirklich rauszufinden, die Geheimnisse des Lebens zu entdecken, dich damit in Verbindung zu bringen, sodass du auf magische Weise dein Leben verändern kannst, ohne Streit, ohne Zorn, ohne Bedürftigkeit, ohne Kampf, ohne Enttäuschung. Dass du die Macht erkennst, die du hast in deinem Leben, wie du die Dinge verändern kannst, über die Geheimnisse der geistigen Gesetze. Ich habe viele Produkte entwickelt, ich habe einiges an Produkten entwickelt, an Dienstleistungen, so, da gibt es bei mir einmal den Kurs Divine Feminine Transition, der geht über 5 Tage. Wo ich dich an den weiblichen Zyklus anbinde, dich in Verbindung mit deiner weiblichen Schöpferkraft anbinde, zusammen mit anderen wunderbaren Frauen, den kannst du bei mir buchen. Du hast die Möglichkeit, eine Horoskopberatung bei mir zu buchen, wo ich über dein Horoskop schon mal reinschaue. Was hast du denn für Anlagen in dem Leben mitgebracht? Was ist denn deine Herausforderung in deinem Leben? Was möchtest du denn als Frau hier in diesem Leben meistern lernen? Welche Fähigkeiten hast du mitgebracht? Die sind schon angelegt in dir und du hast sie noch nicht erkannt. Wie kannst du die Dinge meistern? Das ist eine Möglichkeit. Du kannst als deutschsprachige Frau einen 8-wöchigen Kurs bei mir buchen, ein 8-wöchiges Mentoring-Programm für dich als deutschsprachige Frau mit ägyptischem Partner,
wo ich mit dir zusammen 8x90 Minuten anschaue, welche Möglichkeiten du hast, eure Beziehung auf ein anderes Level zu heben. Und gerade in diesem Programm, ganz, ganz wichtig, in einem 1:1 Coaching mit mir, mache ich dich mit dieser Magie in deinem Leben, bringe ich dich in Kontakt damit, sodass du eure Beziehung, eure Partnerschaft auf ein anderes Level heben kannst. Und jetzt spitz mal deine Frauenohrchen, wie du ihm am meisten helfen kannst. Und zwar richtig helfen kannst, dass er in seine männliche Kraft kommt und aus seiner Opferrolle rauskommt, in der er schon seit Jahrtausenden steckt. Und dass du wirklich vom Leben diese Aufgabe hast, ihn zu unterstützen und ihm zu helfen, aber richtig ihm zu helfen. Nicht indem du ihm Geld gibst und ihn damit klein hältst, ihm hinterherläufst, ihn verändern willst, sondern ihm wirklich hilfst. Und zwar richtig kommunizierst mit ihm. Du lernst es in meinem Coaching, mit ihm richtig zu sprechen, sodass er nicht euch immer wieder an diesen einen Punkt verstrickt. Dass du aus deiner Kraft heraus mit ihm so sprichst, dass er dir gerne zuhört und dass er dich auch versteht. Dass du lernst, dich in ihn einzufühlen, warum er so und so sich verhält und wie du mit ihm sprechen kannst, damit er dich versteht. Und wie du mit ihm kommunizierst, dass er aus seiner Opferrolle und seinem Mangel herauskommt. Wie du aus ihm, ja, nicht wie du aus ihm, sondern wie du es schaffst, dass er wirklich in seine Kraft kommt und bereit ist, die Dinge zu verändern. Und dass er das schafft, aus dem System rauszukommen, was er dann von dir braucht. Und das zeige ich dir in meinem Coaching. Ja? Es hat auch einen Namen, dieses wunderbare Coaching. The Feminine Secret. Ich mache dich mit all diesen Geheimnissen vertraut, sodass du mit ihm sprechen kannst. Denn hinter einem starken Mann steckt eine starke Frau, die ihn hält und trägt. Dass du die Geheimnisse entdecken darfst, vielleicht auch die Magie dahinter, warum ihr euch begegnet seid und was das für dich, ja, bedeutet und was du lernen darfst. Über dich hinaus wachsen, sodass eure Beziehung nicht in die Binsen geht, du nicht in der Opferhaltung stecken bleibst und sagst, wie blöd das alles ist und nicht ständig deinen Blick darauf wirfst, was da alles nicht funktioniert, wie doof das in dem Land ist und die Kultur und alles bla 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 und plupp und das alles gegen euch ist und du und ihr Opfer seid und wenn das doch alles nicht wäre. Nein, es ist so, wie es ist, aber du hast die Möglichkeit, wirklich es zu verändern und die Liebe in dein Leben zu ziehen, von der du schon dein ganzes Leben lang träumst. Und warum du magisch zu diesem Mann geführt wurdest, denn da steckt eine ganze Portion Liebe dahinter, die du jetzt in dieser ganzen Situation und so wie du auf die Situation schaust, gar nicht sehen kannst. Ich zeige sie dir. Ich mache dich, bring dich in Kontakt mit dieser Liebe. Ich zeige dir, wie viel Liebe schon da ist, wie du diese Liebe weiter aufbauen kannst, wie du diese Liebe nähren kannst zwischen euch. Sodass ihr liebevoll, achtsam, wertschätzend miteinander umgeht und eure Beziehung auf ein nächstes Level kommt. Und eine Beziehung zwischen euch liebevoll möglich ist. Ja, wenn du dir das wünschst, wenn du sagst, oh Pamela, das fühlt sich cool an. Ja, zeig's mir, ich möchte es gern wissen. Du hast ja die Möglichkeit, du kannst mir eine persönliche Nachricht schicken über den Messenger. Du kannst hier über meine E-Mail einfach schreiben, Weiblichkeit, das ist das Codewort, mir eine E-Mail schreiben zum Thema Weiblichkeit, mehr musst du erstmal gar nicht sagen. Ja, dann nehme ich ganz zeitnah mit dir Kontakt auf, schicke dir meinen Link zu meinem You Can Book Me Kalender, da darfst du dir, das schenke ich dir, das ist schon die erste Magie, eine halbe Stunde Zeit mit mir buchen, direkt mit einem Klick. Ich kriege dann eine Information und wir verabreden uns dann zu einem Erstgespräch, zu einem Kennenlerngespräch, zu einem Vertrauensgespräch. Und dann gucken wir mal, was du für Themen mit deinem Habibi hast und ob ich dir helfen kann und wie ich dir helfen kann, welche Möglichkeiten es gibt. Wenn du weiterhin mit magischen Themen und
als Frau der neuen Zeit, so heißt meine Gruppe auf Facebook, diese Liebe in dein Leben ziehen willst und das lernen willst, wie das geht, dann komm in meine Facebook-Gruppe. Den Link findest du da unten. Mach dir keinen Stress, einfach nur Hashtag Weiblichkeit mir über den Messenger schreiben. Das kannst du machen, über den Facebook-Messenger. Mir eine Freundschaftsanfrage auf Facebook schicken oder über meine E-Mail-Adresse den Kontakt zu mir aufnehmen. Buch dir dein Gespräch, holst dir, schick dir den Link zu meinem Kalender und dann kannst du mich kennenlernen, kannst mir all deine Fragen stellen, kannst mir deine Situation schildern und glaub mir, deine Situation ist niemals so schlimm, wie du sie jetzt gerade fühlst und wahrnimmst. Du kannst da rauskommen. Und ganz, ganz wichtig, wenn du andere Frauen kennst, die auch in so einer Situation sind und wenn du dir sagst, Pamela, du hast recht, wir können nicht immer nur im Mangel auf diese Situation gucken. Es hat einen Sinn, dass wir mit diesem Mann zusammengekommen sind. Und ich möchte die Chance nutzen, aus dieser Magie, aus diesem Erstkontakt oder gerade wie es gerade ist, eine Beziehung gestalten, ohne aufzugeben und frustrierend wegzulaufen. Wenn du Frauen kennst, die auch gerade in so einer Situation sind mit ihrem ägyptischen Partner, dann teile doch den Kanal, empfiehl den Kanal weiter, teile ihn so viel wie es möglich wird und lass andere Frauen auch an dieser Energie teilhaben, sodass wir wirklich dazu beitragen, dass wir diesen Männern wirklich helfen können, denn die Möglichkeit haben wir. Und zwar, dass sie ein neues Mindset, neues Gedankengut entwickeln und sich aus ihren Opfergedanken und aus ihrer Opferhaltung herausentwickeln können und zu starken, autarken Männern werden, die ihr Leben meistern können und auch für sich einstehen können in ihrem System. Denn jetzt genau das brauchen diese Männer. Die brauchen nicht unsere Vorwürfe und unser Gejammer, da machen die dicht. Die brauchen unsere Unterstützung und unsere energetische Kraft als Frau, dass sie sich durchsetzen können, dass sie in ihre Kraft kommen. Wenn du das auch willst, dann teile diesen Kanal, abonniere ihn, hinterlass mir ein Like, ja, empfehle ihn, so oft es geht, auch in anderen Gruppen. Ich habe schon gehört, Menschenskinder, das müssten eigentlich bestimmte Gruppen erfahren, deine Informationen, Pamela. Dann teile ihn in die Gruppen. Tu das, mache das und melde dich bei mir. Es ist nichts so, wie es ist. Ich mache dich vertraut mit all den Geheimnissen, die du drin hast als Frau. Ich verbinde dich damit, sodass du deinem Habibi die Kraft und die Stärke geben kannst, die er von dir braucht. Dieses Durchhaltevermögen, die Klarheit, nicht das Jammern, nicht das Vorwürfe machen, sondern deine Klarheit, deine Präsenz als Frau, dass du die Liebe, die du zu ihm empfindest, auch mit ihm leben kannst, dass er in seine Kraft kommt und lernt, ab sofort mit deiner Unterstützung, mit deiner richtigen Unterstützung, neue Entscheidungen treffen zu lernen, die ihn in seine Kraft als Mann bringen und raus aus dem Opfersystem. So, das war das Wort zum Ende. Ich will auch nicht länger als eine halbe Stunde gehen. Ich freue mich, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen abholen und dir ein bisschen Magie vermitteln. Wenn du mehr Magie willst, melde dich bei mir. Nimm Kontakt zu mir auf. Komm in meine Facebook-Gruppe, da lernst du das. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du wieder zugeschaut hast, für dein Interesse. Hinterlass mir auch gerne einen Kommentar, das finde ich auch immer total spannend. Hinterlass mir gerne einen Kommentar, da kann ich drauf eingehen, da weiß ich, wo stehst du gerade und kann entsprechend auch ein neues Video zu diesem Thema drehen. Nimm Kontakt zu mir auf, erklär mir deine Situation und ich gucke, dass ich Videos hier auf dem YouTube-Kanal einstelle, damit ich dir auch so über Videos ein Beitrag sein kann. In diesem Sinne, gehabt dich wohl, schön, dass es dich gibt. Bis bald, deine Pamela Urban. Life is Magic.